Schlüsselstein öffnet verschlossene blaue Türen. Ich kann jetzt Tränke kaufen, was sehr gut ist. Versteinerung aufheben, magischer Pfeil. Was? Büchereiausweis? Verzaubert. Benutzen. Was? Wofür brauche ich Büchereiausweis? Säbel. Oh ja, ich kann mir auch bessere Waffen hier kaufen. Oh Gott, es wird so schön, es wird so toll, es wird so herrlich. Streitkolben, Damaskusschwert. Ich meine, wofür habe ich die ganze Kohle jetzt gesammelt? Ich könnte richtig zuhauen. Damaskusschwert. Ja gut, okay. Kosten-Nutzen-Faktor, wenn ich das mal ehrlich so sagen darf. Also, der Säbel bringt meinen... wieso machen die alle meine Verteidigung runter? Das verstehe ich nicht so richtig. Aber davon mal abgesehen, der Säbel kostet nur 1500, macht 23 Schaden. Der Streitkolben macht auch nur 23 Schaden und kostet 2000. Und das Damaskusschwert, Hilfe, das ist schwer. Das Damaskusschwert kostet 4000, aber macht nur 24 Schaden. Also vom Kosten-Nutzen-Faktor her würde ich doch dann eher noch zum Säbel tendieren. Weil den einen Trefferpunkt jetzt mehr oder weniger, also damit kann ich leben. Eine Steigerung von 17 auf 23 ist aber in jedem Fall super. Also, ich kaufe jetzt den Säbel, zack. So, dann gucke ich kurz. Lederschild, Eisenschild. Ich könnte mir ein besseres Schild kaufen. Ich könnte mir einen Lederhut kaufen. Ja, der kostet auch nur 1000. Eisenküras, Stahlküras. Diamantpanzer, oh, von 6 auf 18. Oh, es wäre so schön. Aber 12.000. Da muss ich eine Weile trainieren gehen, damit sich das lohnt. Aber kommen jetzt Stahlkürass für 4.000? Oder lebe ich erstmal mit meiner Ausrüstung jetzt? Und, naja, oder 1.500 für einen Eisenkürass, ja. Dass ich den Rest wieder spare. Was haben wir noch? Bändeumhang, Elfenumhang, Josephs Umhang, Medaille, Verteidigung plus 1. Oh, kostet 3.000. Schlosskarte. Was? Einfache Karte von Draculas Schloss. Also 103? Okay, kaufe ich. Magische Rolle. Enthält dunkle Umwandlung. Kaufe ich auch. Ausverkauft. Das waren irgendwelche wichtigen Gegenstände hier. Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich hier mitgenommen habe. Kaufe ich einen Eisenküras jetzt noch? Oder kaufe ich mir lieber Tränke und so ein Kram? Wäre vielleicht sinnvoller. Und, na gut, den Büchereiausweis kann ich noch kaufen, auch wenn ich jetzt nicht so richtig weiß, verzaubert benutzen, was der bringt. Probieren wir dann vielleicht bei Gelegenheit einfach mal aus. Wurfmesser brauchen wir nicht wirklich, das sind alles Sachen, die man nur benutzen kann. Tränke, gut, kaufe ich mal 2. Gegengift, kaufe ich mal 3. Antifluch, kaufe ich auch mal. Und... Hammer kaufe ich auch mal, auch wenn ich nicht so oft brauchen kann. Schlüsselstein. Öffnet verschlossene blaue Türen. Waren das die versiegelten Türen? Öffnet verschlossene blaue Türen. Ich brauche die Schlüsselsteine, um voranzukommen, oder? Kann das sein? Eventuell. Golden Item. Ach so, oh, oh, den gab's sogar nur einmal. Ach so, oh, oh. Ich glaube, es war wichtig, dass ich den gekauft habe. Ich glaube schon. Gut. Gekauft. So, was kann ich verkaufen? Edelstein verkaufen? Hä? Zirkon, Aquamarin, wertvoller Ring. Ach so. Ja gut, einen Zirkonring habe ich ja. Den kann ich ja ablegen und dann kann ich ihn verkaufen. Taktik. Dracula, Slogra und Gaibon. Doppelganger. Doppelganger 10? Ich kann mir hier Boss-Taktiken kaufen. Was bringt das? Final Stage Bloodlines. Jetzt gucke ich... Ach so, jetzt können wir uns ein Video angucken, wie man den Boss eigentlich hätte ausschalten können oder sollen. Aha. Aha. Ja, genau. Weil ist so. Was genau... Ist ja cool, das Ganze jetzt mal zu sehen. Schön. Habe ja direkt am Anfang ein Geheimnis verpasst. So, die ganze Sequenz wird übersprungen. Das finde ich sehr schön. Ja gut, mal gucken, wie Richter das jetzt hier an der Stelle macht. Ohne meine Hilfe. Wieder ein Headset gezogen. So, er benutzt einen Boomerang. Natürlich. Das ist eine sehr, sehr gute Taktik, glaube ich, weil... Ach, und ich hätte natürlich auch mit meiner mit meiner Peitsche die Flammen kaputt machen können. Ja. Und dann...
Er schwingt die Peitsche auch noch so. Warum kann er das alles und warum konnte ich das nicht? Und warum greift er nicht direkt an? Nee, er will einfach nur zeigen, wie man den ganzen Dingern hier noch ausweichen kann, oder? Kann das sein? Wie hat er jetzt zum Beispiel auch diese Sprungattacke gemacht? Das ist voll doof. Die zeigen jetzt irgendwelche Dinge, die ich auch gerne können würde und so weiter und so fort. Richter scheint sowieso generell irgendwie cooler zu sein nochmal als Alucard. Aber nur ein bisschen. Was war das jetzt? Shoryuken! Ja. Heißt doch so, oder? Dieser Aufwärts-Punch. Ja, genau. Zauberei ist so wundervoll. Dieser Aufwärtspunch von Ryo und Ken aus Street Fighter. Er hat ganz tolle Techniken drauf. Er kann Regen machen. Er kann. Ich hätte mir vielleicht auch wirklich mal die Zauber von Richter angucken sollen oder so. Dann wäre das Ganze nochmal eine Ecke flotter gegangen. Ja. So könnte man diesen Kampf jedenfalls bestreiten, wenn man denn Lust hätte. Beim nächsten Mal haben wir bestimmt ganz viel Lust drauf oder so. Ach ja, gut, Feindesliste. Dracula, Blood Skeleton. Achso, da sind jetzt alle Feinde. Das sind jetzt alle Feinde, denen ich bisher begegnet bin. Und hier können wir uns alle angucken. Low Level X-Knight, ja, und da hört es schon wieder auf mit dem Übersetzen, ganz eindeutig. Drop Items, sieht man auch, was die alles so hinterlassen, was für Schwächen die haben und so weiter und so fort. Also, das ist doch mal cool. Ja, ja. Da freut man sich doch in der Tat. Sieht man auch das Level, wie viele Health Points die haben. Ist schon cool, ja. Und da kann man auch jede Menge sammeln, glaube ich, weil bis man hier natürlich alle Feinde dann auch erstmal erledigt hat und so weiter und so fort. Also da kann man wieder eine ganze Zeit verbringen. So, verlassen, ja. Verlassen ist eine super Idee. Nichtsdestotrotz erstmal anlegen. Also was habe ich jetzt alles neu bekommen? Den Säbel. Genau, wollte ich anlegen. Zack. Ich habe jede Menge komische Items hier. Vier, blub, blub. Dass ich aber meine normalen Waffen nicht bei ihm verkaufen kann. Das finde ich ein bisschen seltsam. Lederhut können wir anlegen für die Sonnenbrille. Das ist eine super Idee. Fellkürass, nee, Bronzekürass hatten wir gerade erst gefunden. Genau. So, Zirkon. Hauen wir raus, damit wir das gleich verkaufen können. Und ansonsten. Achso, ich hatte dann gar nichts mehr zum sonstigen Anlegen. Na gut. Ja, ja, Edelstein verkaufen. Das bringt ja viel. Na gut, ist ja auch nur ein Zirkonring, ne? 150. So. Ja, das war eine ergiebige Shopping-Tour, aber ich glaube, das war ganz hilfreich. Jetzt können wir nochmal sonst gucken. Zauber. Ich habe einen Zauber gekauft. Das ist dunkle Umwandlung. Füllt Trefferpunkte durch Blutvergießen auf. Jetzt muss ich nur diese seltsame Tastenkombination drücken. Ich muss irgendwie einen Halbkreis beschreiben von links nach rechts und dann X drücken oder RT. Okay, können wir gleich mal ausprobieren. Und dann Relikte, Schlüsselstein. Öffnet verschlossene blaue Türen. Ach so, das öffnet immer verschlossene blaue Türen. Das wird also nicht, das braucht sich nicht auf. Wunderbar. Es wird immer cooler. Es wird immer toller. Wir erreichen neue Gegenden hier in Draculas Schloss. Das ist wunderbar, klasse, tralala. Achso, ja, Moment. Halbkreis. Ja, ich glaube, das sollte sein Zauber sein. Aber weil kein Feind in der Nähe ist, bringt das nicht wirklich was. Moment, dann probieren wir es gleich nochmal aus. Vielleicht jetzt? Nee? Verstehe ich nicht so richtig. Vielleicht, weil ich denen keine Lebensenergie entziehen konnte oder so, weil es nur Bücher sind? Ich weiß es nicht genau. Das ist voll doof, wenn man irgendwie Zauber hat, aber nicht weiß, was man damit machen kann. So, egal. Wir setzen einfach unseren Weg fort. Au. Setzen unseren Weg fort. Merken, dass wir nur noch 8 abgezogen bekommen und nicht mehr 9, wenn wir in sein Schwert laufen. Was auch sehr schön ist. Ja, ja. Das sind die kleinen Fortschritte im Leben, über die man sich immer freuen darf. Und ich mache mehr Schaden. Ich mache eindeutig mehr Schaden. So, jetzt gehen wir als nächstes noch vielleicht nach oben. Und gucken mal, was hier noch so ist. Aber ansonsten wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir dann erstmal wieder zurückgehen dürfen. Oh mein Gott, ja. Aber das habe ich ja im Vorfeld des Spiels schon mal gesagt. Backtracking ist hier immer wieder Feenrolle erhalten. Got an Item, aha. Feenrolle. Was ist das? Seltsame Bücher.
die mich angreifen, die mich nicht mögen, die irgendwie, wo Schwerter herauswachsen oder irgendwas in der Art. Sehr lebendige Bücher. Diese Bücherei ist irgendwie nicht ganz jugendfrei oder so. Ist die Erwachsenenabteilung. Relikte, Feenrolle. Zeig den Namen des Feindes an. Wo wird mir das denn angezeigt? Zeig den Namen des Feindes an. Moment. Kenne deinen Gegner gut und er wird dich auch nicht kennen. Spellbook. Ah, unten rechts wird es uns angezeigt. Na schön. Ich greife Spellbook an. Ich greife Thornweed an. Ich greife, ja. Die haben alle sehr lustige Namen. Aber alle natürlich wenig eingedeutscht. Tralalala. Entwickler, Entwickler, was habt ihr nur getan? Ich weiß ja nicht. Naja. Sie haben sich auf das Wesentliche beschränkt. Auf die Zwischensequenzen. Ist ja vielleicht auch ausreichend oder so. Ectoplasm. Ach so, du bist Ectoplasma. Du bist also kein Gehirn. Ich bin verflucht. Ja. Ihr macht alle denselben Fluch. Ich dachte, die roten Viecher machen vielleicht einen anderen Fluch. Ich warte ab. Ich will nicht gerade jetzt direkt einen Antifluch benutzen oder so. Ich hätte mir das eher aufgehoben, falls irgendwann vielleicht mal ein... Ja. So ein böser Endgegner kommt oder so, der vielleicht auch sowas drauf hat, dass ich da dann eher meinen Antifluch verwende. Ja. Ja, ja. Antifluch. Genau. Komm her, du böses... Du böses Ectoplasm. Du bist sogar schwächer als dein roter Kollege, kann das sein? Oder? Nein. Ich teile einfach nur mehr Schaden aus. Meine Axt ist so mächtig. Meine Axt und ich. Ich drücke schon wieder den falschen Knopf. Ich will nur hier links gucken. Hier links war nichts. Ach so! Ich bin auch dumm. Ich habe mir... Haha! Ich habe mir die Karte des Schlosses gekauft. Oh. Wir sehen jetzt alles. Wir sehen alles. Sehen wir wirklich alles oder sind jetzt trotzdem noch irgendwo ein paar geheime Räume oder so zu sehen? Also, beziehungsweise nicht zu sehen, sodass ich die erst freilegen müsste. Ich würde ja fast davon ausgehen wollen. Einfach nur, weil es dann noch cooler wäre. Tatatatata. Jetzt mal ernsthaft, was waren hier links in der Ecke? Ach so, nee. Hier links war doch nur, entweder die Waffe oder der, Boxekürass oder so. Entweder die Waffe oder die Rüstung. Die Rüstung war's. Genau, die Waffe habe ich ja direkt nach, dem Kampf gegen meinen Doppelgänger bekommen. Dap. Ja, ja, da war ja was. Da war ja was, da war ja was. Antifluch, Antifluch. Antifluch, Antifluch und Herzchen, Herzchen. Tralalala, ich muss ja alle einsammeln. Das ist schön. Man hat immer so ein wunderbares Gefühl, wenn man dann mal wieder in so einem Spiel vorankommt und ihr alle hättet nicht damit gerechnet, ich weiß es genau. Aber wenn sich der Hering irgendwas in den Kopf setzt, Skeleton Ape, wenn sich der Hering irgendwas in den Kopf setzt, dann, ja, dann ist das auch so. Dann setzt er sich was in den Kopf und dann schafft er das auch. Spear God. Dab, X-Night. Ich mach euch alle viel schneller kaputt, weil ihr schwach seid. Ihr seid so schwach, ihr seid so schwach. Tralalala. Ich fühle mich so mächtig. Was? Bone? Okay. Ja. Ja, ja, das genau. Weil, so ein Skelett kann natürlich auch wunderbar mit einem Gewehr umgehen. Ist, klar. Hm. Jetzt könnte ich wieder nicht hier reingehen. Wie kann ich denn diesen Fahrstuhl hier benutzen, um dann hier hochzufahren und mir das zu holen? Vielleicht muss man doch noch irgendwo was drücken. Vielleicht muss man... Da hängt einer. Hier kommen wieder Medusa-Heads. Aber zumindest kann ich die Medusa-Heads jetzt mit einem Schlag ausschalten und nicht mit zwei Schlägen oder drei Schlägen oder was auch immer ich vorher gebraucht habe. Das war ein bisschen dumm. Will ich hier überhaupt hin? Vielleicht will ich hier hin. Hopsa! Was? Ich kann hier rein. Warum... Ach so, das ist ein Teleportationsraum. Damit ich mich, Hardmax up. Damit ich mich schneller im Schloss umschauen kann. Und dann schneller die Position ändern kann. Jetzt bin ich nämlich von ganz oben rechts nach ganz unten links wiedergekommen. Das ist praktisch, okay, merken wir uns. Aber dann gehen wir trotzdem nochmal kurz zurück und schauen uns nochmal den Rest des oberen rechten, ja, Trakts an. Ob wir dort auch tatsächlich nicht reinkommen oder doch reinkommen oder wie auch immer. Ob wir dort überhaupt weiterkommen, ist ja auch die Frage. Aber das ist höchst interessant, oh ja. Also ich finde das schön. Das Spiel macht so richtig Spaß. Das ist unglaublich. So, Sword Lord. Und alle Leute haben gesagt, oh mein Gott, der Hering. Was macht der Hering nur die ganze Zeit? Der Hering, wenn der Hering nur nicht so viele Projekte vernachlässigen würde, so oder so ähnlich. Ja, Projekte vernachlässigen.
Also ich finde, Projekte vernachlässigen ist immer so ein ziemlich schlimmer Vorwurf und so. Ihr tut gerade so, als ob ich irgendwie meine Spiele nicht lieb haben würde oder irgendwie sowas. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich habe meine Spiele total lieb. Aber manchmal brauche ich eben dann doch mal ein bisschen mehr Abstand von einem Spiel als bei anderen Spielen. Also, ich hoffe, das hat man jetzt so einigermaßen verstanden. Was war das? Elevator activated. Ah, jetzt habe ich den Fahrstuhl aktiviert. Ich habe den Fahrstuhl aktiviert. Das ist cool. Denn jetzt kann ich gleich unten nochmal hingehen. Den Sprung schaffe ich, glaube ich, nicht. Zu dieser komischen Base hin. Upsala. Ja, so sowieso nicht. Nein, keine Chance. Da muss ich, glaube ich, eine Fledermaus oder so sein. Huh. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal trotzdem erstmal hier oben noch weiter. Wo man hier überall so hin kann, es ist echt unglaublich. Nee, will ich hier überhaupt? Eigentlich will ich zuerst oben gucken, genau. Weil hier links geht's ja direkt an in ein neues Gebiet. In ein neues, todbringendes Gebiet. Und hier finde ich ein Zauberbuch, welches ich eigentlich gar nicht behalten wollte. Aber egal, jetzt habe ich es halt. Ta-ta-ta-ta-ta. So ein Speicherraum wäre nicht verkehrt. Dankeschön. Weil meine Lebensenergie war mir gerade, erschien mir gerade wieder ein ganz klein bisschen zu niedrig. Ich glaube sogar, also ich läuft zwar die ganze Zeit richtig flockig und so, aber nichtsdestotrotz, ich glaube an der Stelle mache ich mal eine Pause. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Zumindest brauche ich bis zum nächsten Mal nicht leveln augenscheinlich, weil geht ja auch so. Hat Spaß gemacht für den Moment. Ich habe viel geschafft. Wir haben viel gesehen, wir haben viel Neues gesehen, wir haben viele neue Gegenstände, mit denen wir viele neue Abschnitte im Schloss erkunden können, und ich glaube, das wird noch sehr, sehr viel Spaß machen jetzt im Folgenden. Oh ja, ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Das war der Herringray, das war Castlevania Symphony of the Night für die Xbox 360 als Arcade-Titel. Ladet es euch herunter, wenn ihr auch ein bisschen in der Gegend herumirren wollt, und ansonsten sage ich jetzt an der Stelle erstmal tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.